Kann ich jetzt eventuell hier... Jetzt erklär mir mal einer, warum ich da keine Mauer dran bauen kann. Geh durch, Wagen. Ich muss doch hier eine... Jetzt geht es natürlich nicht mehr, weil ich keinen Stein habe. Okay. Das ist aber mal was, was ich verstehen kann. So. Warum kann ich hier jetzt keine Mauer dran bauen? Das ist für mich völlig unbegreiflich, wieso ich hier keine Mauer dran bauen soll, können soll. Keine. Naja, ist schon. Die Schweinepest hat zugeschlagen, mein Lord. Unser Schweinestand wurde ausgelöscht. Die Menschen das hier, das ist natürlich auch ein geiler Bug. Du siehst das gar nicht, wo du dein Zeug überhaupt hinbauen sollst. So, Moment. Da. Und da. Jetzt brauche ich... Eine der Schmieden des Herzogs wurde erobert. Wir müssen jetzt gar nichts tun, ich würde nämlich ganz gerne mal... Erstmal mich um meine Leute kümmern, die sollten nämlich doch schon irgendwie... versorgt werden. Das kann da nicht platziert werden, my lord. Ihr geht mir so auf die Nerven, Leute. Das geht gar nicht, gibt's gar nicht. Unsere Bögen werden singen. Die werden ja wirklich direkt vor der Mauer gespawnt. Der Feind greift an. Das ist ja. Pfeiler anlegen. Mobbing auf höchstem Niveau. Nur ein Ziel. Die werden ja wirklich direkt vor der Mauer werden die gespawnt. Da kann ich heute vergessen, dass ich da was hinbaue, weil. So. Eure jetzt, treuen Bogenschützen. Mauer. Unsere Sehnen sind gewachst. Das Ding. Das kann da nicht platziert werden, my lord. Mal schauen, Moment. Einige Banditen aus dem Wald wollen das sich bessern, das ist sehr schön. Herr. Und sie suchen Arbeit. So, die kommen jetzt da hoch. Und da kommt jetzt eine Mauer dran. Bogenschützen, vorbereiten! Okay, dann kommen jetzt nochmal 6 Bogenschützen da raus. Gebt uns nur ein Ziel. Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Einheit auszubilden. Euer Zeichen, Sire. Rauf auf die Welle! So. Was habe ich denn jetzt hier? Hier habe ich die Leute. Ich habe schon immer noch das Problem mit der Mauer. Richtig? Richtig. Machen wir das jetzt mal was anderes. Und zwar machen wir das jetzt so. So. Dann baue ich da jetzt ein Tor rein. Bevor ich mich jetzt hier dumm und dämlich suche. Und stelle die Leute da drauf. Und dann werde ich da... Befehle. Landsknechte, auf die Welle. Noch einen Turm hin platzieren, wo die Hälfte der Leute drauf geht. Es sind jetzt natürlich nur solche. Neue Befehle. Landsknechte, auf die Welle. Das interessiert mich gar nicht. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Ich hege mich Hass gegen dieses Spiel langsam. So, nein, ich mag das Spiel. Ich kann nögeln so viel ich will, aber ich liebe dieses Spiel. Da tut sich nichts ändern. Vorbereiten.
Das Spiel ist einfach mal der Hammer. So, ich habe auch kein Geld mehr, ne? Verkaufen. Nicht genügend Waren. Nicht genügend Waren. Ja, Sire. So, die beiden, die sieben kommen da noch hin. Rauf auf die Welle! Jetzt sollte ich mal anfangen, für den König ein bisschen... Moment, wo war der? Schon wieder nicht genug von allen. Nicht genug Holz, okay, mein Lord. Einmal das und machen wir noch. Dann machen wir zweimal das. Und dann hat sich das auch erstmal. Wir werden im Moment doch nicht angegriffen. Wir werden singen. Genau. Rauf auf die Welle! Unsere Bienen sterben, mein Lord. Das ist an sich nicht so schlimm. Fehlt? So. Jetzt schauen wir mal, dass wir die eine Schmiede hier zurückerobern, die wir verloren haben. Da stehen vier Bogenschützen. Theoretisch müsste ich mit 5 ja gewinnen. Aber bei dem Spiel ist das hier nie so sicher, deswegen. Ihr habt 5 Bogenschützen, 3 Bauern. Wir sind eure Leute. Ich werde auch immer nicht angegriffen, das ist sehr gut. So, okay, dann werde ich jetzt. Das wird nicht reichen, gell? Nee, ich brauche 26. Okay, wir haben auch verdammt wenig Holz, merke ich gerade. Wir haben verdammt wenig Holz. Aber ich kann jetzt mal mittlerweile von dem Stein ein wenig verkaufen. Dann kann ich ein bisschen Holz kaufen. Der Feind greift an. Und das hier dicht machen. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch. Und jetzt sieht das nämlich auch schon viel besser aus. Jetzt können ich die nämlich nicht schlagen. Dann baue ich hier dann noch so einen Turm hin. Kann ich das? Ja, kann ich. Und dann fliegt da noch die Hälfte der Leute drauf. Und zwar die hintere Hälfte, die hier so... Moment, leicht sinnlos rumsteht. Unsere Bögen werden singen. Ihr sollt auch. Da kann ich nicht hin, Sire. Hier hoch. Nee, okay, gut, nee, nee. Wir werden angegriffen. Und die kommen hierher, dann haben wir von jedem die Hälfte. Das ist natürlich auch. Auf die Welle! Ach, siehst du mal, apropos Feuerbrand. Da ist ja noch was gewesen. Und zwar würde ich gerne noch. Mein Zeug schützen mit Brunnen. Ich dachte, da brauche ich aber langsam auch mal wieder ein neues Haus. Wofür ich kein Gold habe. Was ist das hier oben? Oh, das ist eine ganze Menge Vogelfreier, die wir bekommen haben. Seht ihr mich an? Wollt ihr Ärger? Kommen wir ins Geschäft? So sind eigentlich meine Leute, die ich hergeschickt habe. Sind das meine? Nee. Die haben Schaden bekommen, deswegen nehme ich ganz stark an, dass meine Truppen längst tot sind. Na okay. Dann produziere ich mal nochmal neuen. Ja. Waffen werden benötigt. Okay. Wenigstens wird kein Gold benötigt, da haben wir ja schon mal was Positives. Werden benötigt, Sire. Ich muss schon noch warten, bis ich wieder Holzlieferung kriege. Null. Niemand ist leider sich sehr mit uns langsam, würde ich sagen, lasse ich die Vogelfreien da hochmarschieren. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Ist auch seltsam, hier kann ich nicht draufklicken. Hier so. Zeigt es ihnen. Aber die angreifen kann ich. So, dann greifen die den an. Obwohl, ich lasse die mal hier stehen als letzte Verteidigungsinstanz. Das ist, glaube ich, besser. Ja, Hinterhalt, genau. Hinterhalt? My Lord? Nein, das gibt's ja nicht. Eure treuen Bogenschützen. Ihr stellt das Glück auf die Probe. Haltet ihr mich für blöd?
Wölfe ziehen im Land umher, my Lord. Die so schicken meine Leute mal da hoch. Angst. Sicher. Wir werden Wölfe. Angegriffen. Wölfe greifen an. Ja, Sir. Okay, schick mir Lord mal drauf auf die Wölfe. Die Menschen sind sich nicht sicher, was euch angeht, Sire. Das schafft er schon. Helft dem Lord! Er wird angegriffen! Glaube ich. Schafft er das? Ja, das schafft er, okay. Hier bräuchte ich jetzt nochmal. Eine der Schmieden des Herzogs. Ja, so langsam müssen wir das, glaube ich, wirklich. Wir müssen sie wieder einnehmen. Wie viele Bögen stehen? Was ist denn mit euch eigentlich los? Landsknechte, auf die Welle, Sir. Ihr habt nicht so das Interesse. Eure Befehle, Sir. Da hochzulaufen? Landsknechte, auf die Welle. Ist nicht so euer Fall, oder wie? Wir werden angegriffen. So, wie viel stehen denn hier? 24. Bereit, Sir. Unsere Bögen werden singen. Befehle? Neue Befehle? Gebt uns nur ein Ziel. Nehme ich mal... Bogenschützen, bereit neun machen. Leute. Unsere Bögen werden singen. Und dann gehen wir mal auf die hier oben los. Ach ja, was gibt's denn? Hoffentlich schaffe ich das mit 13 Leuten. Nehmt die Wurfspeere, Männer! Länderei wird erobert. Was, die letzte hoch oder was? Nee. Sieht gut aus. Schafsamnesie hat die Schäfer befallen. Sieht gut aus. Sie wissen schon wieder nicht, wo ihre Herden sind. Der Feind greift an. Ja. Sehr gut. Und was ist mit den beiden? Ne, es sind Dreier. Erledigt sie! Ja? Haben wir da eine Chance gegen? Das sind ja die Starken, ne? Wir werden angegriffen. Wo werden wir denn angegriffen? Ja, komm, da passiert ihnen nichts. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. So, dann schicke ich meine Bögen mal aus. Dass diese mit hier hinterkommen und... Wir sind bereit. Oh, was ist denn da das? Da kann ich nicht hin, Sire. Kein Ziel, Sire. Okay, ich kann das angreifen. Dolche raus, Männer! Ihr stellt ja, das Glück Schatten auf die gehen. Probe. Ja, los, komm schon. Ja. So, jetzt kann ich aber wieder einmal nicht hierher, ne? Jetzt ist es wieder meine Länderei. Ah, jetzt kann ich wieder mich frei bewegen hier. Dann stelle ich die mal da hoch. Lasst mich in die Wälder. Und meine neuen die Bögen. Menschen sind sich nicht sicher, was euch angeht, Sire. Schwingen ihren Öss. Menschen verlassen die Burg. Oh, so. Meine Bögen schwingen ihren Arsch da hoch. Meine Bögen schwingen ihren Arsch. Da hoch? Was? Wird den angreifen? Kein Ziel, Sire. Verlorenes Schaf. Bringt sie zu Fall! Das mit dem Angreifen versteht ihr nicht so wirklich, ne? Die Männer sind guter Dinge. Da kann ich nicht hin, Sire.